Ja, hallihallo, Hallöchen. Und da sind wir wieder bei Planet Coaster. Heute für euch geht's weiter im Projekt Piratenhaus. Dort haben wir zu bauen, ja, ein bisschen den Keller. Dann zeige ich euch noch, was ich so gebaut habe das letzte Mal, wo ihr nicht da wart, wo ich mir gedacht habe, hey, das dauert ein bisschen, zeige ich euch dann. Und natürlich, ja, der rechte Teil des Berges wird weiter gebaut. Und zwar das, der untere Teil davon. Der Eingang quasi in die Villa Pirate of the Carabiner, wie man sie auch später nennen mag. Ich wünsche euch viel Spaß und bleibt dran. Bis denn. Ein Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde. Hier sind wir nun in Planet Coaster und wir machen natürlich weiter in unserem Park. Und erstmal dazu habe ich wieder ein Bild für euch oder immer noch das gleiche. Ich glaube, wir machen hier mal ein bisschen leiser. Ich habe das sehr laut hier bei mir. So, ich zeige euch ja unser derzeitiges Projekt nochmal. Das Bild habe ich aus dem Internet. Die Seite ist natürlich unten verlinkt, ganz klar. Das ist ein Modellbau und zwar von einem Piratenversteck, gehe ich mal ganz stark zumindest von aus. Es war zum Thema Piraten dort aufgelistet. Und da haben wir ja schon angefangen zu bauen. Und da würde ich sagen, switchen wir einfach mal kurz rein. Das Bild machen wir wieder weg. Ihr seht ungefähr, wie es aussieht. So möchte ich es möglichst natürlich auch haben. So, das Bild selber hole ich mir wieder nach vorne. Und dann, let's go in den Gameplay Park. Mit natürlich der Farbe Orange im Interface, ist ja wohl ganz klar. So, da sind wir. Wir können es natürlich nicht 1A nachbauen, ne, aber was sollen wir machen? Ich habe letztens noch ein bisschen weiter gemacht, offscreen, weil das etwas fummelig war. Ich habe hier so eine Treppe hingebaut, die zwar sehr nah am Gebirge dran ist, aber hey, ist ja nur zum Gucken, ne? Und dann habe ich eine Möglichkeit gefunden, hier das Rohr zu basteln. Und zwar habe ich hier einen Anker hingesetzt und habe dann, ja, so Totenkopflaternen. Wenn ich die kurz finde, hier die. Die School Lamppost habe ich genommen und habe die dann da verdreht reingepackt, damit das so ein bisschen aussieht wie ein Schornstein. Hab dann natürlich noch eine VFX reingepackt und zwar Smoke. Mittel ist das, glaube ich. Und jetzt sieht es ein bisschen aus wie ein Schornstein. Also man könnte glatt denken, dass dort drin halt gewohnt wird. Ja, hier ist ganz normal die Tür, wie vom letzten Mal. Hier steht halt noch nichts. Wir haben jetzt noch Folgendes auf der linken Seite zu tun. Natürlich das ganze obere. Und dann haben wir hier unten, haben wir noch so eine Art Gefängnis, was zumindest so ein bisschen danach aussieht. Und was wir da halt machen müssen, das ist halt jetzt ein bisschen das, ja, ich möchte mal sagen, Schwierige. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin. Ist, dass wir dort ein kleines Loch reinbekommen. So. Man sieht natürlich jetzt auch wunderbar, ne? Jetzt müssen wir mal hoffen, dass es bald hell wird. Dass wir hier dann ein Fenster reinsetzen können mit Licht dahinter. Damit es natürlich auch bewohnt quasi aussieht. Möchte ich sagen. Oh, von hier sieht das doch auch hübsch aus, ne? Ich habe jetzt übrigens gelernt, man kann auch im Nachhinein Höhlen über Achterbahn machen. Das finde ich ganz cool und das werde ich auch noch machen bei manchen. Da werde ich dann Tunnel, meine ich natürlich nicht Höhlen. Tunnel machen, dann eventuell so scharfe Kurven mit der Erde dahinter, die dann noch mit Steinen verziert sind. Ich weiß natürlich, dass meine Kunst bei so gegenüber so manchen YouTubern, vor allem Englischen, die das spielen, nicht reicht. Ja, die sind natürlich schon viel versierter in diesem Spiel. Die haben Unmengen an Sachen da schon gebaut. So, hier haben wir jetzt unser Fenster quasi. Unser hier Buildings.
Building Attachments. So, und die haben hier so ein Fenster mit Gittern. Die haben so eins. Das Problem ist aber, dass das... Doch, das hat... Das ist durchsichtig, ne? Das ist gut. Dann machen wir das nämlich einfach. Wir nehmen eine Wall. Packen die natürlich passend da rein. Mal kurz ein bisschen weggehen. Packen wir sie hier hin. Und dann kommt da. Oder das? Ne, das ist aber nicht durchsichtig, ne? Ist doof. Wenn dann möchte ich hier eins haben. Ach so. Pause. Möchte ich hier eins haben, was durchsichtig ist? Können wir das hier nehmen? Kann er mal rausgucken. Dann müssen wir wohl das eine hier nehmen. Hier. Ist ja auch gar nicht so schlimm. So. Perfekt. Jetzt können wir hier hinter nämlich Licht machen. Wir haben das so ein bisschen dunkler gemacht. Ich nehme einfach mal wieder Rot. Ah, das sieht doof aus. Oh, und dann nehmen wir noch so ein pinkes Dingen. So, so, so. Natürlich jetzt ein bisschen umständlich. Dürfte, denke ich, so passen. Dann müssen wir jetzt gucken, dass wir das natürlich wieder füllen. Intensität runterschrauben. Nee, so nicht. Ah, das ist doof. Könnte natürlich auch einfach eine Wand da rein machen, ne? Aber... Okay. Smooth. Das passt schon mal nicht. Das funktioniert nicht so, wie ich das möchte. Dann ändern wir das ein bisschen ab. Komm mal her. Bop, bop. So. Dann kommst du. Warte, wir smoothen das. So. Ein bisschen gesmoothed. Und dann machen wir Walls. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich möchte natürlich eigentlich schon, dass man da durchgucken kann, ne? Na, jetzt hat das mir versaut. So. Ja, dann machen wir das hier aber. Machen wir ein bisschen weiter nach draußen. Aber natürlich weiter nach unten. So. Das ist cool.
Dann können wir hier jetzt nämlich noch zusätzlich, also erstmal machen wir das Fenster, was wir wollten, da rein. Alles klar. Und zwar so. Und Quatsch. Jetzt denkt man natürlich, hey, die kommen da unten raus, ne? Da gehen wir jetzt hin und nehmen diese Wand. Warte, wir können ja hier, müsst jetzt habe ich vergessen, was für ein Buchstabe das war. Ja. Dann nehmen wir diese kleine Wand. Gut, die Idee passt nicht. Da müssen wir es tatsächlich einzeln setzen. Nein, ich möchte nur die. So. Fingerspitzengefühl. Passt. So. Jetzt müssen wir dann nur noch das Terrain bearbeiten. Terrain. Smooth. Nee, nicht smooth. Lol. So, und ich hätte gerne noch eine ganz kleine Smooth-Stufe, das nicht ganz so eckig aussieht. Ah, das ist in Ordnung. Ist auch nicht so, wie ich das gerne hätte. Vor allem eigentlich auch viel zu klein. Aber, naja. Ich meine, der Berg ist auch überdimensional groß. Ja. Aber was soll man machen? Ist halt jetzt zu groß geworden. Ist jetzt einfach so. So, und hier unten, da haben wir das schon ein bisschen gebaut. Da haben wir eine kleine Plattform. Da kommt dann später hier eine Tür rein. Hoch. Ja, kommt hier eine Tür rein. So, dann kommt hier auch so ein ganz, ganz mini kleiner Steg hin. Und dann werden wir da eventuell noch Wasser drum machen, wenn das bald auch mal kommt, das Water. Das wäre richtig cool. Wenn wir hier schon mal Buildings, Building Attachments, so eine richtig coole Tür reinsetzen. So ist, dass die auch alle so klein sind, ne? Können wir hier die nehmen? Machen wir es einfach so. Dann nehmen wir so große Türen. So. Oh. Das war a little bit too much, würde ich sagen. Das hat nicht so ganz geklappt.
Komm, 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 komm. Ich muss übrigens mal gucken. Da haben wir doch unseren Spielspaß und Spannung. Müssen nämlich gleich auch schon mal wieder Schluss machen. So. Bisschen einarbeiten. Nee, das darf man nicht sehen. Das ist doof. So. So. Dann haben wir hier natürlich. Naja, müssen wir den nehmen. Haben wir natürlich Stein, ne? Ist klar. So. Ja, das passt. Können wir noch den Steg einarbeiten? Dann nehmen wir den hier. Den drehen wir ein bisschen. So. Dann haben wir nämlich auch unseren kleinen Steg mit eingearbeitet, der da unten noch ist, für einen Schiffsanlegeplatz. Den brauchen wir natürlich. Jetzt muss ich mal gucken, Roofs. Da könnten wir als Boden das hier nehmen. Ne, das ähnelt auch dem Holz. Mal gucken. Meiner müssen wir vermutlich eh nachher alles anpassen. Noch die Erde und so. Ja, ist nämlich zu hoch. Lassen wir das mal so. Terra. So, dann machen wir erstmal den Boden, den legen wir. Und dann können wir immer noch also die Sculpting fertig machen. So. Der kommt dann näher da dran. Oder kommt er dann doch lieber hier hin? So. Ja. Ich glaube, das ist besser. Jetzt hat er da vorne aber keine Stützen, ne? Fällt er mir auf. Wall Extras. Haben wir ein bisschen längeren Steg. Und jetzt können wir die Tür. X aufstellen. Er sollte schon weiter nach hinten, weil sonst gibt es nachher ein Problem mit der rechten Tür, ne? Da ist er zum Glück noch. Das heißt, wir könnten. Nein. Rückgängig.
Mö, auch nicht. Doch, da haben wir es doch. So passt das. Jetzt müssen wir dann nur noch wieder. Nein. Erstmal auf 1 Meter. Und dann alles vorsichtig anheben. So. Haben wir nämlich nachher da ein Problem. Es noch ein bisschen größer machen. Ich meine, wie es ja unten in der Mitte aussieht, ist ja total Wurst. Es geht ja darum, dass wir den groben Umriss eingetütet haben. Hoch. So. Das Tor ist nicht. Ach, Mist. Nee. So. Könnten das natürlich auch anders machen. Wir machen das jetzt so richtig cool. Wir nehmen hier die Wall. Damit wir dann nicht einfach so viel terraformen müssen. So. Machen wir Roof. Machen wir das. Und dann brauchen wir noch die falschen. So, das ist doch an sich auch nicht schlecht. Können wir hier noch Lampen dran machen? Ach, falsche Kategorie. Ja, das sieht doof aus. So, wir brauchen
So. Ups. Machen wir die wieder weg, das sieht nämlich blöd aus. So. Nur noch kleine Lampen. Machen wir noch. Oh. So. Sind viele, ne? Finde ich. So, das reicht. Und das allerletzte, was wir jetzt noch machen, bevor ich mich dann von euch verabschiede, sind oder ist ein Zaun. Ich will ja nicht, dass mir jemand runterfällt. Und so, hier können wir später noch ein Schiffchen hinsetzen. Na, hier dieses zum Beispiel. So. Ich hoffe, wir kriegen bald Wasser. Das wäre nämlich dann super. Man könnte da richtig mit links gearbeitet werden. Ist ja auch ganz cool aus, wenn hier später die Achterbahn durchkommt. Hier unten. Und dann vielleicht nochmal hier durch die beiden Pfeiler. Muss ich mal gucken. Oh. Das müssen wir aber noch eben ändern hier. So. Besser ist das. Müssen wir aber noch. So. Das ist schon besser, finde ich.
So, das war's dann erstmal. Jetzt haben wir so ein bisschen was gebaut. Ist ja nicht immer viel, weil ist eine Live, ne? Ist ja nicht verschnellert oder so geworden. Also Speed drauf. Aber nun gut. Ich möchte mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen kreativ gefallen und auch so ein bisschen gefallen. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Würde mich freuen. Gerne natürlich auch konstruktive Kritik. Würde ich mich natürlich ebenfalls freuen. Lasst gerne einen Daumen oben oder ein Abo da. Wäre natürlich noch geiler. Ja, ich bin ja noch am Wachsen hier. Und wenn ihr mal Lust habt, irgendwas im Pirate-Stil zu sehen, zumindest so annähernd, so karibisch, blibla, blub, ne, alles, was da so zugehört, schreibt mir noch einen Kommentar, schickt mir zum Beispiel auch ein Beispiel. Ich gucke da mal, ob ich das mit einbauen kann in nächster Zeit. Und ansonsten, ja, bis zur nächsten Folge mit Pirates of the Carabiner. Ich lasse euch noch mal einen kurzen Blick auf den Rest. Ist ja noch nicht viel. Aber ansonsten, bis dahin und ciao, ciao.